Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outriders World Slayer. Wir spielen auf der PlayStation 5 mit dem Pyromancer das Gameplay auf Deutsch. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Zur Abwechslung und auf Wunsch von Benny hin haben wir ein paar Landekapselmissionen vorbereitet. Und wir gucken mal gerade ganz kurz, wo wir am meisten Loot bekommen. Ja, hier sind schon mal 84k, das sage ich ja schön. 88k. Wir haben einen Gewinner. Verfallener Turm, das wird's. Und während es lädt und wir diese Mission spielen, würde ich mich riesig freuen, wenn du ein Like, einen Kommentar, ein Abo dalassen würdest. Und genau, wenn du mal Lust hast mitzuspielen, kannst du mir auch gerne Vor direkt einiger schreiben. Zeit haben Junos Späher eine Sonde am Himmel gesehen, in der Nähe eines heiligen Monuments in den alten Ruinen. Sie hat wohl die falsche Art von Aufmerksamkeit erregt. Sei vorsichtig. Alles klar. Ihr wisst, Vorsicht ist unser zweiter Vorname. Nein. Und deswegen umso schöner, dass wir nicht vorsichtig sein werden. So, wir machen mal das Spiel offen für Freunde, falls jemand joinen möchte. Und legen wie immer direkt Kämpfe haben schon die Lage los. aufgeschlagen. Boom, boom, boom. I want you in my room. Oh, und ihr seht, meine Fähigkeiten Abklingreduktion. Geht ab wie Zäpfchen hier. Wir haben jetzt auch Anomalie-Projektile wieder mit drinnen. Also wir dürften hier relativ schnell gut durchziehen. Ja, hier haben wir noch ein paar. Hier kommen sie gerade runter. Zack. Schwingt er noch seine Keule. Und im nächsten Moment ist er schon tot. Natürlich ärgerlich, ne? So, immer schön ein bisschen warten. Hat man mir gesagt, bis auch wirklich alle getroffen wurden von meiner Asche-Detonation. Und ihr seht das schon, das ist geisteskrank, was hier gerade abgeht. Diese Anomalieblitze, die auf mich runterfahren, diese Projektile, die da auch nochmal eine große Rolle spielen, die reduzierte Abklingzeitreduktion für... Hoppa, wer schießt denn da auf mich? Sowas aber auch. Für die Überhitzung. Da seht ihr, geht das aber mal richtig schnell hier heute gerade. Und schon ist er weg. Der auch. Macht schön Schaden. Weiter geht's. Nice. Wir kommen hier richtig fix durch. Zack. Zack. Einmal alles aktiviert. Boom. Ordentlich Schaden gemacht. Ihr seht schon, was da alles an Boni auf einmal an ist, wenn ich hier nur einmal die Lavageschosse aktiviere. Das ist geisteskrank, Freunde. Sag's euch, macht dann richtig Damage. Plus noch diese reduzierte Abklingzeit. Nice. So, warum geht es natürlich auch noch schneller? Ich spiele hier gerade auf meinem eigenen Level. Das heißt, wir sind nicht gerade mit einem 1 oder irgendjemandem unterwegs, der Apokalypsenrang 36 oder 40 spielt, sondern wir sind, ihr seht es oben in der Mitte, im Apokalypsenrang 30 unterwegs. Deswegen ist das hier alles gerade ein bisschen anders. Einmal kurz gedreht.
Und dann geht das natürlich hier auch viel schneller. Weil wenn ich ja die ganze Zeit schon auf so hohen Apokalypsenrängen unterwegs bin, dann bin ich ja auch schon gewöhnt, viel stärkere Gegner eigentlich platt zu machen. Und ihr seht es auch an den Lebensbalken der einzelnen Monster. Hier so ein Alpha. Zack, weg ist er. Super entspannt. So, weg sind sie. Also echt gar kein Problem gerade. Wir sehen gut aus, finde ich. Wir sehen echt gut aus. Mal gucken, wie wir uns gegen die Brutmutter schlagen. Wie ihr seht schon, geht auch echt schnell. Vielleicht ist es schon. Ich habe noch mal ein bisschen was verändert bei den Waffen. Also tatsächlich an der Standardwaffe nicht. Das seht ihr hier gleich. Hier haben wir Feuersturm auf der ersten Mod und Gaussche Strenge auf der dritten plus Claymore Schlaghagel. Aber die hier, die macht einen großen Unterschied. Erstens, es sind nur stärker als die, die wir vorher drin hatten. Plus Claymore Schaden, plus zusätzlich noch. Ich kann sogar währenddessen das Menü einfach offen haben und angegriffen werden. Macht mir gar nichts aus. So. Die ist halt richtig schön. Feuersturm, Claymore, Schlaghagel und ultimative Sturmpeitsche. Also es macht ordentlich Damage alles. Wunderbar. Und weiter geht's. Da mal los, ja. Wow. Die Packs wussten zu beeindrucken. So, wo sind wir denn alle, die lieben Gegner? Und ich gehe mal hier drüben weiter. Ah ja, da haben wir doch schon den ersten, der sterben möchte. So, wenn ich jetzt natürlich irgendwie noch klagende Winde oder sowas drin habe, die 3 Millionen Schaden machen für alle Viecher, die bei mir irgendwie in der Nähe sind, dann wäre das ja natürlich wahrscheinlich alles noch ein bisschen schneller. Aber ich bin auch so schon ziemlich happy, muss ich sagen. Ja, ihr seht ja, wie so Alphas einfach so vor mir zerplatzen. Hallo. Na komm mal her, Brutmütterchen. Dann wollen wir mal nicht so sein. Spielen wir eine Runde mit dir. Und weg ist er. Wer hätte es gedacht? Ja, so, dann ist der Kriecher hier der nächste. Zack, weg ist er. Der Alpha will auch noch unbedingt sterben. So, was haben wir hier noch so? Noch ein paar Kriecher. Dann nehmen wir mal die Gaussian Strenge mit rein. Zack, weg sind sie. Und da ist auch noch einer. So, bitte einmal kurz auf den Lebensbalken geguckt. Zack. Und weg ist er.
Was halt auch krass ist, ist dieses Projektil, das ich da verwende. Das kann bis zu 8-mal kumuliert werden und hat halt schon einen Basisschaden von 500.000. Das heißt, wenn es gut läuft, macht nur das Projektil, das ich da ab und zu mal rausfeuere, halt schon 4 Millionen Schaden. Und dann geht es natürlich auch sehr schnell in den Lebensbalken. Seht das gerade schon. So, weg ist er. Und erledigt! Siegerrolle! Wupp, wupp. Tiago, das Monument ist sicher. Hab die Kapsel. Du hast es geschafft. Und Kings Kämpfer sind auf der Flucht. Für den Moment. Sehr schön. Aktivieren wir mal die Landekapsel. Nehmen noch ein bisschen Loot mit. Hast du immer noch nicht genug? Sicher nicht. Du lebst ja noch. Du bist gut. Das hätte ich nie bezweifeln sollen. Aber jedem unterläuft irgendwann ein Ausrutscher. Selbst dir. Sehr schön. Und dann will ich zerlege einmal ganz kurz den ganzen Käse, den ich hier gekriegt habe. Dann nehme ich dich vielleicht auch ernst. Zack. Natürlich spielen wir direkt noch eine weitere Folge Landekapseln. Es soll euch hier nicht an Abwechslung schaden. 1,3 Millionen Schaden. Ja, wunderbar. Hat auch gut geklappt hier. Und dann gucken wir uns mal. Oh, Bögen von eh noch. 74,7. Was macht die Stadt der Nomaden? Bringt 119.000, kostet aber auch 64. Das ist kein guter Deal. Dann spielen wir wohl das vor. Das bringt 74.000, kostet uns keine Landekapseln. Let's go. Apokalypsenrang 30. Hätte ich nicht gedacht. Ist ziemlich entspannt gerade für mich. Ich hoffe, du bist in Stimmung für ein gepflegtes Gemetzel, Outrider. Da sind nämlich noch mehr Rebellen auf dem Weg. Was meinst du? Sollen wir noch mal zusammenarbeiten, so wie damals? Es wird die Moral meiner Soldaten heben, wenn du wieder an ihrer Seite kämpfst. Du musst nur alles töten, was du siehst. Gut, das können wir besonders gut. Einfach alles töten, was wir sehen. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Let's go. Zack. Zack. Boom, boom. Direkt mal mitgenutzt hier. Welche Soldaten denn? Jetzt weißt du, in was für einer Scheiße ich stecke. So, ich brenne hier ein bisschen rum. Pupsi, pupsi. So, da hinten haben wir einen Dicken. Aber alles kein Problem. Auch die Jungs hier. Kein Problem. Bisschen verraucht ist es hier, sag mal. Was raucht denn hier so? Ich werde ja auch alle 8 Sekunden mit einem Anomalieblitz aufgeladen, der 2 Millionen Schaden macht. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. So, eingeäschert. Zack. Zack. Seht ihr das? Habt ihr den Blitz gesehen? Macht 2 Millionen Schaden. Angenehme Nummer das. So. Weiter geht's hier. Feucht fröhlich. Schieß mal ein bisschen hier drauf. Ein bisschen Abwechslung, dass nicht ich alle kille, sondern auch die Umgebung sie ein bisschen platt macht. Aber ich liebe es, wenn dieser Feuersturmhagel einfach auf ihn niederschmettert. So, bin nur kurz durchgegangen. Zack, zack. Alles kein Thema hier. So, mal eine Rolle gemacht.
Headshot. Ach, da stehen sie ja schon wieder. Guck an. So, dann kommt mal raus hier. Er wagt es, mich anzuschießen, sag mal. Wo sind wir denn hier? Geht's noch? Ah, und der andere zündet mich sogar an. So was aber auch. Da achten wir erstmal gar nicht. Der wird sowieso von unseren ganzen Nebenmods schon platt gemacht. Ja, gut durchgekommen, würde ich sagen. Mag ich echt gerne inzwischen die Überhitzung, weil da kannst du zwischendurch auch nochmal schön Schaden mitnehmen. Zack, zack. Und natürlich ist sie auf der Rebellenseite gelandet. Sie dürfen sie nicht in die Finger kriegen. Zack. So, wo seid ihr denn alle hier? So verstreut. Da werden meine Gaußschen Strenge euch den Gar ausmachen. Ja, alle auf einen Haufen hier. Perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Uffensack und Wiese zu platzen. Oh, so ein schönes Geräusch. Upp. Ich habe mich selbst in Flammen gesteckt. Sowas aber auch. So, jetzt bin ich umsonst hingelaufen. Okay. Mal gucken, ob ich hier auf dem Weg noch mal ein bisschen Mund krieg. Da, perfekt. Hopp. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir in der Zwischenzeit ein Like, einen Kommentar und ein Abo dalassen würdet. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare unten rein, wie es euch gefällt, wie ich mich anstelle und ob ihr es genauso machen würdet. Oder ob ihr sagt, oh nee, Landekapseln, gerade nicht mehr so meins. So einfach. Okay. So, Halle dicht. So. Wir kommen hier verdammt schnell durch. Nice, richtig nice. Zack, erste Rolle. Zack, zweite Rolle. Und wir gehen natürlich direkt auf den dicken Moloch. Ja, Wollo. So, zack, voll drauf. Was soll dieses eitle Scheiß? Hab schon bessere letzte Worte gehört. Ein Drittel vom Leben ist schon runter. Und ich sehe schon, gegen ihn ist es nicht mehr ganz so leicht. Da lasse ich mal lieber meine Waffe drinnen, die mir ein bisschen mehr Leben gibt, auch wenn die nicht ganz so hart Schaden macht. Einfach nur,
um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, Moloch haben wir. So, jetzt du, Digga. Wer bist du denn? Ich hab doch den Moloch gerade schon platt gemacht. Kann doch gar nicht sein hier. Zack. Zack. Schön kurz mal ein bisschen die Überhitzungen hier spammen und dann ist das erledigt. 2,4 Millionen. Hui. Dann mache ich doch direkt eine Glücksrolle. Erinnerst du dich an den Freak vom letzten Mal? Der mich fast lebendig begraben hat? Muss ich dich demnächst schon wieder ausgraben? Ich sag's euch, Freunde. Es geht echt schnell. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir Outriders World Slayer auf der PlayStation 5 spielen. Ich bin der Dennis. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und bis dann. Tschüss. Vielleicht hat sie gehakt.